Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir spielen heute wieder weiter. Es hat in letzter Zeit ja auch öfters wieder andere Spiele gegeben und ich möchte jetzt auch ein bisschen Planet Zoo weiterspielen. So, bin ein bisschen durcheinander, weil ich habe in letzter Zeit tatsächlich sehr viel Rollercoaster Tycoon gespielt. Wird tatsächlich auch jetzt dann vermehrt ein bisschen mehr auf meinem Kanal kommen. Lego Jurassic World ist ja schon fast durchgespielt. Mal gucken, was wir dann da danach noch machen. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Und lieber Lukas, danke nochmal. Ja, das Pack, wo ich eigentlich gemeint habe, das ist tatsächlich das Asia-Paket, was ich mir noch holen muss eigentlich. Das ist nämlich das Letzte, was mir noch fehlt. Und ich habe tatsächlich jetzt gelesen, es wurde das neue DLC angekündigt. Es geht tatsächlich nach Nordamerika. Ich habe, oder leider lag die Community ein bisschen falsch. Ne? Die Community hatte eigentlich gemeint, okay, es kommt vielleicht ein bisschen was mit Vögeln und sowas. Ja, war leider nicht der Fall. Mal gucken, ich werde es mir auf alle Fälle noch holen, aber bis das rauskommt, ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Hab's jetzt auch nicht gelesen. Es geht noch ein bisschen was. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Wir machen hier weiter. Und vor allem, wir machen hier direkt an unserem Gehege weiter. Ich habe nämlich tatsächlich überlegt, ich würde mir ganz gerne hier ein paar, ja, Wildschweine holen oder Warzenschweine holen. Ich würde fast sagen, das machen wir dann gleich mal als erstes dann, beziehungsweise ich sage jetzt dem zuerst mal kurz Hallo. Heyo! So bekommen wir auf alle Fälle nochmal ein paar Punkte mehr. Oh, die Forschung ist abgeschlossen. Das ist nicht auch, oh, guck an, super. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zum Erforschen. Oh, krass, sind wir so schnell durch. Aber hier sind wir noch lange nicht durch. Jetzt muss ich fast mal gucken. Ich muss... Beziehungsweise... Wo haben wir denn? Hier, da können wir weitermachen. Die anderen zwei brauchen leider immer noch massiv lang. Mal gucken, wie lange es generell noch geht. Was habe ich jetzt gerade gelesen? Die Gäste finden den Eintritt zu günstig, nach wie vor. Keine Ahnung, dann gehen wir auf 15, 12... Mal gucken, vielleicht sind sie ja dann ein bisschen glücklicher, wenn sie mehr Geld ausgeben dürfen. Und zwar, jetzt, genau, machen wir gleich mal unten weiter. Wildschweine. Ja, jetzt könnte ich mal kurz rausmachen. Hallo? Achso. Jetzt ist so eine Frage, unter was war das Wildschwein mit dabei, ne? War das direkt unter W? Ach hier, Warzenschwein, ja tatsächlich. Uff, okay. Ich dachte nicht, dass wir jetzt dafür so viel Artenerhaltungspunkte brauchen. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich sehr, sehr gut überlegen. Ich meine, das eine Tier, das Weibchen, das können wir uns schon mal kaufen. Aber Männchen, alles um die 1000. Oh, das ist krass. Ach so, weil es Albinos sind, ne? Hier haben wir noch ein Männchen. Da verlangen sie bloß 300. Der Rest ist alles Albino? Ernsthaft? Gut, ich kaufe mir den Knirps hier. Und dann senden wir gleich mal die alle an unseren Zoo. Schau mal, der eine ist... wird umverlegt. Brauchen wir den hier noch. So. Cool. Dann bekommen wir hier gleich unsere nächsten Tierarten rein. Unser Bongo wird bald erwachsen. Hallo. Was haben wir hier? Futter? Es gibt nicht genügend, was? Moment mal kurz. Hä? Ich hab doch drei. Kriegt er zu wenig zum Fressen hier, oder was? Kann das sein? Ja, okay. Weißt du was? Ich sehe gerade... Ja, oh, wir haben hier auch ein bisschen wenig, ne? Wir haben hier bloß diesen einen Futtertrog. Mal kurz gucken. Gehege, gehen wir nochmal auf... Wo war Essen dabei? Hier oben. Futtertrog groß. Ich glaube, wir müssen fast mal auf den ausweichen. Wo machen wir den hin? Vielleicht hier drüben, ne? Machen wir hier. Okay.
Ich schmeiß da ein paar Würmchen runter, wie es aussieht. Oder Stroh, keine Ahnung. Auf alle Fälle sind da schon mal 6 Kilo drin. Er füllt dann hier drüben noch auf. Was passt hier noch rein? Ach, ist es hier unser Kleiner? Nee, der war... oder? Welcher war es denn jetzt? Kann ich jetzt nicht nachgucken? Nö. Dann halt nicht. Schau mal, wir haben hier noch gefüllt, wir haben hier noch... Mal gucken, ob er jetzt den auch noch auffüllt, weil hier gehen jetzt 40 Kilo rein. Das brauchen wir bei den Tieren schon. Füllst du hier auch auf? Ach, cool. Interessant, wie viel Gewicht der Typ tragen kann, ne? Aber schau, ich meine, 11 Kilo hat er eingefüllt. War noch übrig, passt. So, dann nochmal kurz hier nach hinten weiter. Das Gehege selbst finde ich soweit schon mal relativ fresh eigentlich, ne? Hier mit diesem Fluss und es regnet eh gerade so schön und ich finde es mega, mega cool. So, dann gucken wir kurz. Bonus mit anderen Arten haben wir 20% bekommen. Spezialbeschäftigung. Ah, Moment. Apropos. Veterinärforschung, wir haben jetzt ein Warzenschwein. Das heißt, wir können den Forscher hier hinsetzen. Oder den Tierarzt, in dem Fall ist es jetzt. Aber wie lange brauchen die eigentlich, Mann? Das gibt's doch nicht. Also, da müsste man doch jetzt mal Gas geben hier, oder? Schau mal, der ist immer noch am Forschen. Was? Achso. Yeah. Maul- und Klauseuche haben wir. Also, erforscht. Ich glaube, ich muss eigentlich fast dann nochmal einen Tierarzt mehr nehmen. Oder lasse ich es erstmal so? Weil es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich lasse mal so. Es funktioniert das soweit ganz gut. Jetzt müssen wir trotzdem mal kurz gucken, wo waren die Warzenschweine hier. Ah, nö. Die Bepflanzung ist nicht gut. Nee. Das war jetzt so toll. Was sagt er hier? Oh, die finden alles gut. Ach, Mist. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich lasse es erstmal. Wohlbefinden. Wir haben 97%. Also so schlecht kann es eigentlich fast gar nicht, als hier oben fast gar nicht sein, ne? Das Einzige, er braucht mehr Bepflanzung. Das ist okay. Sei ihm gegönnt. Dann nehmen wir aber trotz alledem nochmal das hier ein bisschen. Und das müsste ein bisschen heller werden jetzt hier. Aber ich habe eh schon gesagt beim letzten Mal, dass wir unbedingt hier drüben noch ein bisschen andere Bepflanzung brauchen. Weil hier ist wirklich alles nackig. Ohne Ende. Vielleicht können wir ja hier so ein... Ja, so, ich, keine Ahnung, wie sagt man dazu? So eine Kante, so eine harte? Weiß nicht, keine Ahnung. Einfach wie hier schön vollbauen. So, mal kurz gucken. Hier, Warzenschwein, wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr, es ist so dunkel. Also, hier ist so dunkel und bei mir ist so hell. War es ein Schwein hier reingelaufen? Nö, nö. Wo sind sie denn? Ach, hier. Ach, und was mir gerade noch kommt, ich glaube, die brauchen was zum Wühlen im Schlamm. Wir sind jetzt bei 7%. Oh, hier der Leberwurstbaum. Der war noch. Nehmen wir den kleinen, oder? Den können wir auch hier drüben noch mit dazu. Okay, jetzt haben wir hier auf alle Fälle schon mal eine relativ große Fläche. Und es sieht tatsächlich so aus, wie wenn es hier so ein bisschen
afrikanisch voll regnet. Ich meine, da wenn es mal schifft, dann natürlich ordentlich. Und wir haben hier so ein, schöne, ja, so ein schönes Wasserloch wieder, wie hier vorne. Oh, hier ist die Sonnenstrahlen. Haben hier vorne so ein bisschen Wasser und der Boden passt irgendwie perfekt. Auch hier mit diesem nassen Gestein. Und keine Ahnung, ich finde es gut. Also mir gefällt das Gegend tatsächlich sehr, sehr gut. So, nochmal hier nochmal kurz gucken. Das ist ja auch alles ganz schick. Das Warzenschwein haben wir auch wieder einmal weiter erforscht, okay. Und bei denen hier, die Techniker. Ich würde fast mal sagen, dass wir mal die Techniker, also jetzt mal hier speziell ihn, beziehungsweise ich glaube, das kann ich über, wo war es denn hier, Personal, besser machen. Und zwar hier und hier. Die zwei, die machen wir erstmal hoch. Dann haben wir noch die Techniker an sich gehabt. Dann machen wir den hoch. Und den hoch, die anderen lassen wir jetzt erstmal. Und ja klar, Sicherheitsdienst braucht man natürlich. Alle. Die. Da kommen wir nicht drum rum, besser gesagt. Zum Pfleger, ich glaube, das passt bis jetzt eigentlich relativ gut. Hier die Verkäufer, klar, die könnten wir immer noch ein bisschen schulen. Nur wir können halt nicht so viel auf einmal schulen. So. Gut. Bis wir die alle durchgeschult haben, dauert es eh noch ein bisschen, weil unser Forschungszentrum quasi oder Weiterbildungszentrum für die Mitarbeiter ausgelastet ist. Wir haben nicht so viele vor allem. Hallo und Klaus euch jetzt auch wieder weiter. Cool. Dann haben wir das auf alle Fälle auch. Hier drüben ist nicht so schlimm. Gehen wir nochmal zum Warzenschwein. So, einmal Pflanzen. 9, das zählt erst als 9%. Das ist jetzt ein bisschen kritisch mit den Sträußen, glaube ich. Ja, genau. Weil die wollen nicht so viel Bepflanzung. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Von dem habe ich jetzt eigentlich eh bloß eins. Weißt du was? Das eine kann ich wegmachen. Von dem sind es auch nicht so viele, aber der... Oder ich mache so, ich nehme den Baum und nehme dann nochmal einen von denen hier und setze den einfach hier hin. Dann haben wir da auch schon mal eins weniger, wo uns irgendwie Stress macht. Schauen wir, ein bisschen hochsetzen können wir es. So. Ja, ist auch gut. Na? Genau, für die ist noch alles gut. Jetzt gucken wir nochmal kurz durch. Wir hatten ja nochmal hier ein bisschen Natur. Afrikanisch. So. Warte mal, jetzt ist die Frage, unter was für ein Ding läuft es hier eigentlich, ne? Ach, warte, ach, zurück. Hier war es eh schon. Graslandschaft. Tropen und Graslandschaft haben wir hier. So, einmal Biom. Tropisch und Graslandschaft. So, jetzt... Na, ich soll es nicht mal zumachen. So, hier das Gras, das haben wir ja tatsächlich schon zu Genüge auch hier unten mitgesetzt. Und das würde ich würd sagen, wir können es weiter übernehmen. Warte mal kurz. An Oberfläche ausrichten. Das würde ich jetzt gerne mal hier so unten so ein bisschen mit dran machen. Mal gucken. So. Okay. Das passt natürlich noch nicht so ganz. Hallo? So. Jo. Sehr cool. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir könnten theoretisch auch nochmal hier drüben so ein bisschen... Oder er trinkt. Hier auch nochmal so ein bisschen was von diesem Grünzeug machen. So, nur gleich mal von Anfang an so ein bisschen tiefer setzen.
Ja doch, ich glaube, das passt schon ganz gut so. Wir haben hier noch ein paar Brennnesseln, theoretisch könnte man auch noch dazu setzen, ne? Beziehungsweise, Brennnesseln? Kennt ihr das auch? Brennnesseln wachsen wie Sau. Die, wenn du versuchst, irgendwie zu entfernen oder sowas, die kommen immer und immer wieder nach und vor allem viel. Das ist übel. Ach, hier haben wir nochmal ein Elefantengras. Ach, warte mal kurz. Zählt das hier auch als... Na, das ist... Okay, nur eine Futterbox. Es gibt doch noch fürs Warzenschwein. Ich muss mal kurz gucken, unter was war das denn? Hier. Einmal die Tierart. Kurz Warzenschwein auswählen, weil... Ich glaube, es gibt ja hier diesen... Was ist das denn? So ein Wasserloch? So ein Dreckspfütze? Da, wo die drin rumplanschen können eigentlich? Früchtebox. Ein Kratzbaum. Okay. Zählt der Kratzbaum auch für die... Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich den jetzt hier hinten so ein bisschen dazu... Schau mal, stört es die Streuse? Nö. Cool. Da haben wir noch einen Kratzbaum. Oh, warum haut er hier so ein Loch rein? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Guck mal, warte mal, was war das hier? Achso, es ist... Ah, okay, alles klar. Zack, zack, das waren die Tastenkürzel. Ich lasse es nochmal kurz weg. Finde ich jetzt gerade nicht so geil. Ach, den hatten wir schon. Exilon, einen wunderschönen. Geht der Papyrus auch da vorne? Ein bisschen weniger vielleicht, ne? Papyrus, glaube ich, ist auch so... Wassernähe, kann das sein? Kommt der hier wieder rüber? Na, hüpf. Oder findet er nicht mit... Ah ja, alles klar. Okay, hier auch nochmal kurz gucken, weil der füllt mir hier nicht wirklich gut auf. Jetzt warte mal kurz. Wo kann ich nachgucken, welches Tier ich gerade aus... Ah, hier. Warzenschwein, genau, das müssen wir natürlich noch ändern. Wir brauchen für die Warzenschweine auch noch neues Essen. Besseres Essen. Ne, ganz wichtig. Die sollen sich alle gut fühlen. Maul und Klaus, euch ist voll. Warzenschwein haben jetzt auch schon 3 Sterne. Oder 3. Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal Sterne, weil hier, keine Ahnung. 3 Raster oder so, weiß ich nicht. Wie schaut's hier aus? Weiterbildung. Der ist fertig, der ist fertig. Ach, guck an, es geht doch schneller als gedacht. Ich würde dann fast mal... Ein Tierarzt... Ja, okay. Der Ausbilder selber, das soll sich auch nochmal ausbilden. Okay, der Rest ist noch nicht großartig möglich. Jetzt glaube ich, sind wir dann eh durch, ne? Na, wobei, hier geht's noch. Hier geht's noch weiter. Die Tierpfleger, die Verkäufer meine ich. Die legen ganz schön noch. Ja, cool. Jetzt habe ich hier echt ein sehr, sehr cooles, sehr schönes Gehege gemacht. Lukas, genau, weil es mir gerade einfällt, hier, du hast gesagt, ja, ich könnte hier natürlich auch einfach ein Gebäude reinmachen. Ich bin ehrlich, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass ich hier auch ein Gebäude für die Mitarbeiter reinsetzen kann. Natürlich habe ich jetzt alles hier hinten reingemacht. Mal gucken. Ich lasse mir die Option tatsächlich mal offen. Vielleicht mache ich mir hier noch was anderes mit rein. Ach ja, apropos. Ich habe hier weitergemacht, ne? Das habe ich, wie gesagt, offscreen alles gemacht. Und habe mir quasi dann hier noch ein paar, was heißt ein paar? Ich habe den Zaun einmal komplett voll gemacht. Habe ein paar Deko-Elemente mit dazu. Hier auch die Dromedare mit dazu gemacht. Schon ganz cool.
Auch hier vorne mit dem Elefanten, wobei den hatte ich schon, glaube ich. Aber jetzt sieht es ganz anders aus. Hier auch mit Fenstern mit dabei. Vielleicht hier brauchen wir so ein... Ach, genau. Da kann man noch gucken. Vielleicht gibt es hier so ein paar vertrocknete Sträucher noch. Moosfels dynamisch. Das passt jetzt hier auch nicht so ganz rein, finde ich. Ja, hier vor allem. Genau, saftig grüne Hecken. Ist das hier auch afrikanisch? Aber ich meine, das ist ja kein afrikanisch, ne? Oder bin ich jetzt einfach falsch? Möglich wär's? Ja, ich glaube, dass wir das hier tatsächlich so ganz gut haben. Ich finde es eigentlich mega schön. Hier ist noch ein bisschen weniger drin. Aber wir können es eigentlich hier relativ gut und schnell machen, weil hier mehr als ein paar Felsen möchte ich eigentlich jetzt nicht mehr großartig dazu machen, weil es einfach nicht anders passt sonst, finde ich. Es soll so eine kleine, minimalistische Hütte sein. Kein großes Schnickschnack. Oh oh. Was ist los? Was stört euch? Warte mal, bleibt mal stehen. Proteste wegen...